Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 17. Januar, 8.33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir sehen jetzt hier aktuell der DAX bei 15.947. Wenn wir den Chart ein bisschen größer machen, sehen wir von Freitag auf heute. Das war Freitag. Und heute hat sich nicht so viel getan. Ja, wir haben den Daily Pivot 15.912 heute hier. 16.000, die Magic Big Number liegt hier oben und die 15.9 liegt dort unten. Ich werde erstmal optimistisch in Richtung oder pessimistisch die Big Number hier unten platzieren. 15.907, wir sind flexibel, was das betrifft. Das bedeutet, wenn der Kurs sich langsam nach oben bewegt, dann reicht hier ein Klick schließen, ein Klick oben und dann gehen wir halt auf die obere Box. Ja, also. Eigentlich spricht heute Morgen erstmal alles für steigende Kurse, weil wir oberhalb des Daily Pivots sind. Aber wir sind ein Tickchen dichter dran, hier dran. Also, so, gucken wir uns die Blue Boxen an. Be water, my friend. Also, wir sehen hier alles ruhig, 38er. Und da bleiben wir auch kurz nochmal, wie jeden Morgen nochmal zu den Spielregeln, weil wir immer wieder neue Leute hier in einem Live-Trading-Raum hinzubekommen. Die blaue Boxen. Und auch für Lukas, der gegenüber von mir sitzt, die blauen Boxen treten wir ausschließlich, wenn sie kleiner sind als 30. Und jetzt kommt der wichtige Hinweis auf den Minutenchart. Wenn wir eine Blue Box erreichen vormittags, die kleiner ist als 20, gehen wir etwas höheres Risiko ein. Ja, so das zu den Spielregeln. Aktuell sehen wir, haben wir eine 32er-Box, die sich so von Freitag auf den Montag verschiebt, die kommt für uns erstmal nicht in Frage. Wir machen das Bild kleiner, gehen jetzt in die grünen Hornissen, nämlich in die Vola-Boxen. Und hier spielt eigentlich nur die Uhrzeit eine Rolle und wie viel Risiko steigen wir ein. Wir blicken auch hier einmal auf die Vergangenheit, nämlich auf den Freitag. So. Und sehen hier, am 14., also ein bisschen kleiner, dann sehen wir die Vola-Boxen. Da sind sie in Eröffnungskurs bei der Big Number reingelaufen, raus, da wieder rein und da wieder raus. Hier nochmal der Hinweis, weil auch da für alle Clubmitglieder und auch für die Gäste, wenn ich sage, hier größeres Risiko, dann sollte der Kurs ab 9 Uhr in Betracht gezogen werden. Wo steht der Kurs um 9 Uhr und wo ist die nächste Vola-Box? Und wenn die nächste Vola-Box 40 Punkte mindestens entfernt ist, dann gehe ich dort mit größerem Risiko ein. Ist die Vola-Box direkt beim Eröffnungskurs um 9 Uhr, dann gehen wir ganz normales Risiko ein. Warum? Weil wenn die Vola-Box direkt am Eröffnungskurs ist, ist die Gefahr eines schnellen Aufschaukeln relativ groß und das wollen wir nicht. Safety first. Das nochmal hier zu den Spielregeln. Okay, Blue Box kleiner als 30, ist klar. Vola Box, die grünen, treten wir so lange, bis sie nicht mehr da ist. Und einmal in der Stunde, also ab 9 Uhr erscheint sie ja, um 10 Uhr kommt das Update. Und die Big Number jeweils pro Level dreimal. Ja, und auch wenn es euch aus den Ohren kommt, so sieht es letztendlich aus. Wo kommt die Vola Box rein? 15.893. ist der Forecast, also unterhalb der Big Number. Das würde jetzt dazu bedeuten, auch dass wir mit unserer Prognose vielleicht gar nicht so verkehrt liegen. Schauen wir mal. Okay, jetzt gehen wir in die Großwetterlage und fangen an mit the good old German DAX auf Daily Basis. Hierzu nutzen wir ein spezielles Template, das nennen wir Zickzack-Template. Und hier achten wir drauf, dass ob der Kurs über den gleitenden Durchschnitt ist oder runter. Und wenn er über den gleitenden Durchschnitt ist, sage ich ganz schnell, der Markt ist long auf Daily Basis. Wenn er darunter ist, short. Okay, wir fangen an hier Daily Basis. Der Kurs liegt da drüber. Das heißt, auf Tagesbasis ist der DAX noch long. 4 Stunden ist er schon short, auch wenn der gleitende Durchschnitt blau ist. Aber wir sehen hier, wir sind unterhalb des gleitenden Durchschnittes. Stunde auch short. 30 long, 15 long, 5 Minuten auch long und ich würde sagen, leichte Tendenz weiter Richtung nicht Süden, sondern Richtung Norden erst einmal. Nächster Markt in unserer Betrachtungsweise ist Gold. So, daily auf Tagesbasis
sind wir long. Lukas, kannst du das sehen? Der Kurs ist über den gleitenden Durchschnitt. Jetzt gleich die Frage, 4 Stunden, sind wir long oder short? Long? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Arme, ne? Letzter Tag hier. So, 4 Stunden long. Stunde sind wir, na, kommt eine Long-Kerze rein, aber offiziell noch Short. 30 Minuten Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also Gold, Lukas, sieht heute eher bullish aus, also Long. Kommen wir zu Öl. Da wage ich gar nicht hinzuschauen. Ich habe immer noch Leichen im Keller und wir nähern uns dem All-Time-High. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long. Und 5 Minuten auch long, also Öl. J.R. Ewing ist long. Nasdaq, Technologiebörse, daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 long, 15 long und 5 auch long. Also ab 30 Minuten ist die Technologiebörse long, alle anderen Zeitebenen sind eher short. S&P 500, die 500 größten Werte in Amerika auf Tagesbasis sind wir drunter. Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Long. 15 Long und 5 auch. Also oberen Zeitebenen Short, unteren Zeitebenen leichte Erholung. Kommen wir zum Dow Jones, den amerikanischen Index. Auf Tagesbasis Long. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und jetzt kommen wir in die neue Welt. Bitcoin. Was hat Bitcoin gemacht? Auf Daily Basis 42.000 sind wir und wir sehen auf Tagesbasis Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long und 15 Short und 5 Minuten Long. Also da eher Short. Ethereum. Und dann sind wir auch durch, meine Damen und Herren. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Vorbereitung, also Großwetterlage ist da, macht was draus. Und jetzt schauen wir, wenn wir den Big Number Trade hier oben bekommen, den Big Number Trade hier oben, oder unten sind die Zielmarken, wie gesagt, die 50er. Heute passt das sogar mit den Support and Resistance. Also einmal hier Ziel, einmal hier unten Ziel. Daily Pivot ist heute genau in der Mitte. Das heißt, wir haben einmal die Richtung, wenn der Markt unter dieser Big Number ist, ist das das Ziel. Gehen wir rüber, über der Big Number ist das Ziel hier, ja, und wir sind jetzt bei 65, das heißt, ich würde schon Tendenz auf 15.607 nehmen. So, da ist unser Ausstieg ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und wir haben jetzt noch knapp 18 Minuten bis zur Markteröffnung. Wir sehen auf dem linken Bildrand zwei Vola-Boxen, eine, die hier unten ist. Diese Gefahr hier, dicht beim Daily Pivot. Und Big Number, da gehen wir also nicht volles Risiko ein. 10, 0,05. Verhaltener Start. 15,946. MTX wird jetzt ein bisschen kommen. Die Kerze wird es noch nicht sein. Eventuell die nächste, wenn er unten runter will. Heute Feiertag in Amerika. Es kann durchaus ein ruhiger Montag werden. Zählen von oben und gehen in die untere Big Number rein. 15,9. So. Okay. So. Schauen wir uns mal vom Hoch zum High auf 5 Minuten mal die Fibonacci-Zone an. Dann haben wir 23, 38, 50 und ab den 40er-Level hier
Da sind wir im 61er Bereich. Dann wird es interessant. So ist es. Genau. Du solltest mit dem Signal direkt einsteigen. So, gestrichelte Linie. So, mein Ergebnis ist auch negativ. Gut. So, wir nähern uns der 33 40er Zone. Wir sind jetzt bei 9,51. Wir sind bei der 40 angekommen. Zielmarke ist 41, so 04, 05. Wir nehmen schon mal das Schloss raus. 50 ist normalerweise klassisch. So, 40er. Muss jetzt noch einen Schwung hinkriegen. 42 jetzt. 44 erreicht und der Hafen tönt. Das war der Eröffnungstrade. Ich bin raus. 44 ist 61er Retracement heute. Auch noch mal hier. Zack, zack, bumm. Ja, wir sind drüber sogar. 78er liegt bei 51 und zwischen 44 oder zwischen 40, 50 ist ja immer die Zone, wo der Kurs gerne noch mal hinläuft. Und das war's für den Eröffnungstrade. Wir hören uns morgen wieder. Ich bedanke mich auch bei Lukas, der morgen, wenn er Lust hat, wieder dabei sein darf. Und ja, heute war nicht viel Action. Aber gucken, was morgen denn passiert. Wünsche euch allen gute Trades. Wir machen hier im Live-Trading-Raum natürlich bis 12 Uhr weiter und schauen, ob wir da noch was kriegen.